Zack, nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Das klang gerade ein bisschen heiser und das liegt daran, dass ich mich gerade schon wieder aufregen musste. Mein PC, ne, ist eine richtig beschissene Dürre. Die möchte nämlich nicht, dass ich diesen Karrieremodus vernünftig über die Bühne bringe. Es ist fast schon die letzte Episode für FIFA 15 und, naja, ihr merkt ja in den letzten Episoden, es läuft nicht so wirklich. Ich habe einfach keine Übung mehr. Und warum nicht? Weil selten Folgen kommen. Und warum ist das so? Einmal, weil es lange dauert und ich momentan gerade auch wegen Schule, die jetzt wieder angefangen hat. Ja, mag sie wieder zur Schule, auch wenn es mehr ein Studium ist als Schule. Aber davon mal abgesehen, ich habe wenig Zeit und kann dementsprechend nicht immer 700 Mal aufnehmen, bis wirklich die Tonspur mal nicht ruckelt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es geht mir tierisch auf die Nüsse, aber es ist nun leider so. Und wo wir gerade bei Kommentieren sind, kommen wir erstmal dazu. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Da ist eine großartige Geste. 1000 Likes wäre nochmal richtig geil. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber es wird dann in der Abschlussepisode sein. Von daher, ich glaube einfach mal an euch, aber 700 wären auch schon richtig, richtig stark. Gut, es kommt dazu, dass ich eine Frage stellen möchte. Strawpoll-Link ist in der Videobeschreibung und soll ich in FIFA 16 kommentieren? Also es wird ja zwei Karrieremodi geben, das denke ich mal wissen viele von euch schon. Und zwar einmal mit Arminia Bielefeld und einmal mit Newcastle. Newcastle wird genauso aufgebaut sein wie dieses Jahr und dann kommt es noch so ein bisschen drauf an. Entweder ihr sagt mir, Max, wir wollen, dass du es machst, wieder beispielsweise Badeschlappen, einfach ein Spiel pro Episode komplett durchkommentiert und das live. Andere Möglichkeit wäre, live kommentiert und geschnitten. Dritte Möglichkeit wäre, das Ganze so zu machen, wie beispielsweise bei Bundesliga bei Bild, wenn er auf YouTube eingeht, das Ganze quasi wie hier, nur ein bisschen schneller und ein bisschen zugiger. Dritte Möglichkeit wäre dann das Ganze quasi so zu kommentieren, wie ich es jetzt gerade mache, einfach nur so ein bisschen über das Gameplay, nicht so wirklich kommentiermäßig. Und die fünfte Möglichkeit, die allerletzte Möglichkeit, das ist eigentlich eine gute Frage, die habe ich mir gerade vergessen. Ja, so schnell kann das mal gehen. Egal, wie auch immer. Wir spielen heute zunächst einmal in der Champions League Ajax Amsterdam. Die fünfte wird dann, wenn es eine gibt, übrigens in Strawball League drinstehen. Wir spielen erstmal Champions League gegen Ajax Amsterdam und danach geht es noch weiter in der Liga gegen QPR und mit noch einem dritten Spiel, das quasi Champions League sein wird, wird sich jetzt entscheiden und zwar nach dem 1:1 im Hinspiel gegen die Niederländer. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, hoffentlich eine ruckelfreie Tonspur und wir sehen uns dann gleich nach dem Spiel. Der ausverkaufte St. James' Park erwartete Ajax Amsterdam und die Magpies wollten natürlich ins Viertelfinale der Champions League der Königsklasse gehen. Allerdings wollten das Ajax Amsterdam auch und sie hatten dementsprechend im Hinspiel gute Arbeit geleistet, hatten das Tor geschossen, hatten quasi das Auswärtstor zugelassen, aber trotzdem ein Unentschieden rausgeholt. Das heißt, wenn sie ein Auswärtstor schießen sollten, ging es zumindest bei nur einem Tor von Newcastle schon mal in die Verlängerung. Eine Niederlage wäre dann aber nicht mehr drin. Zwei Tore unentschieden und dort dann wäre Ajax Amsterdam weiter. Das heißt, sehr, sehr interessante Position für beide Vereine und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die ganzen Aufstellungen an. Weltmeine Kapitän sehen wir hier schon. Cillessen auf der anderen Seite und hier sehen wir die Fans von Newcastle United. Richtig gute Kurve der Toons. Allerdings gehen wir jetzt mal wirklich auf die Kader ein. Hier haben wir Ajax Amsterdam, wie gerade gesagt, Weltmann und Cillessen daneben. Wir gucken zunächst einmal auf die Aufstellung trotzdem von Newcastle United. Da haben wir im Tor natürlich Asmir Begovic davor, Zaza, Dalin, Salif Sané, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy in der Defensive. Davor auf der 6 Lars Stindl, Nianguthor war auf den Außen, Kabeja bildete mit dem ehemaligen Amsterdamer die Offensivabteilung. Sehr, sehr starke Aufstellung. Die Stammelf quasi auf dem Blatt, abgesehen von Zaza Dalin, der heute seine Chance über Jan Mart bekam. Der verletzte Callum Chambers natürlich nicht, aber die auf der anderen Seite hat man den gerade angesprochenen Cillessen im Tor und davor unter anderem Weltmann auf der Rechtsverteidigerposition, wie wir gleich sehen können, Ricardo van Rijn, dann noch Van Dauern in der Innenverteidigung und links Nick. Das ist ein Sechser, war bei Ajax Amsterdam Niklas Wiergewehr, davor Serrero und Dani Klaasen und davor dann Viktor Fischer, Zivkovic und Schöne, die offensive Dreierreihe mit zwei Dänen und einem Niederländer. Der junge Stürmer von Ajax war ja auch bei ja, Newcastle mal begehrt gewesen. Ibrahimovic stand da momentan, der ehemalige Amsterdamer, erlebte dann dass Newcastle in der Offensive genauso wenig, ja, in der Anfangsphase viele Fehlpässe, damals Zivkovic mit dem Ball, mit der Schusschance mit links, aber weit vom Tor vorbei von Asmir Begovic, der da nicht eingreifen musste. Bei Newcastle dauerte es länger, hier mal Ibrahimovic mit dem Ball auf Niang, erste Aktion noch knapp 15 Minuten, der geht hier vorbei an Boylesen, ist schneller als der Däne, Boylesen gegen Niang und das gibt den Freistoß. Warum Freistoß, fragen sich viele ganz einfach. Das Foul beginnt zwar im 16er, allerdings fällt Niang außerhalb. Wenn er innerhalb des 16ers gefallen wäre, wäre es wahrscheinlicher gewesen, so die Fehlentscheidung des Schiedsrichters, aber trotzdem ist das ja quasi ein Elfmeter, wenn man Remy Kabeja in seinen, sucht sich lange aus, wo schießt er hin. Cillessen weiß natürlich, dass er eine lange Ecke schießen wird und trotzdem kommt er da nicht mehr hin. 1:0. 18. Spielminute, die Führung für Newcastle. Kabeja mit Freistoßtor, seine Spezialität und der Franzose nutzt, dass die Mauer nicht hochspringt. Die dreht sich nämlich nur weg, springt nicht hoch und dementsprechend der Ball über diese hinweg und Cillessen kann dann fast nichts mehr machen. Springt nicht, trotzdem steht es jetzt 1:0. Weiter ging es mit Newcastle United in der Defensive. Der Amsterdam versucht es nach vorne, überlasse Schöne. Wartet ein bisschen die Flanke auf den zweiten Pfosten, nicht gefährlich. Allerdings gibt es Neck nicht mehr rankommt. Und Eckbälle sind ja momentan so ein bisschen gefährlich für Newcastle United, weil Begovic ab und zu mal durch den 16er segelt, ohne wirklichen Plan. Wieder reingebracht von Lasse Schöne. Und da segelt Begovic. Es war ein Ball vorbei. Der Kopfball von Zivkovic geht allerdings nicht aufs Tor. Und dementsprechend bleibt es beim 1:0. Glück in der Situation für den brasilianischen Nationaltorwart. Weiter ging es mit Remy Kabeja. Gegen David Klus viel schneller als der niederländische Nationalspieler. Setzt sich klasse durch. Jetzt im 16er immer noch weiter durchgesetzt. Die Flanke auf Remy. Der springt aber vorbei und Stindl
Spiel, legt sie den Ball dann im Endeffekt ein bisschen zu weit vor und der Pass ist dann schlecht, kommt aber zu Sané, die abgewehrte Aktion, und dann ist da Ibrahimovic und der kann ja aus der Distanz 35 Meter für den Schweden, das war ganz, ganz knapp, Cillessen machen wäre wohl dort angekommen, aber der Ball geht sowieso vorbei, letzte Chance verteilt nochmal Thomas Serrero auf dem Weg zum Tor, aber der Südafrikaner scheitert an Asmir Begovic, dementsprechend ging es mit einem 1:1 in die Halbzeit, Ajax musste also ranklotzen, ein Tor allerdings und das Ganze wäre wieder auf 0, dementsprechend musste auch Newcastle, sie konnten sich nicht ganz zurücklehnen, denn ein zweites Tor würde für sie sorgen und das musste dementsprechend das Ziel der Magpies sein. So ging es aber erstmal, wie gesagt, mit dem Unentschieden in der Halbzeit. MGT und auch, ja, Frank de Boer reagierten nicht wirklich, reagierten taktischen Ausrichtungen und so machte Newcastle genauso weiter und zwar über Konter, stellten sich hinten rein und kamen dann schnell nach vorne über Cabella, hier mit dem Fehler, Ball kommt zu Dalin, der legt aber auf den Young und jetzt spielen sie außen und den 16er rum, Handballmannschaft, Ball kommt zu Stindl, Ball kommt zu Florin Thauvin, plötzlich vollkommen frei, Thauvin 2:0. 53. Minute, der zweite Franzose im Bunde mit dem zweiten Tor für Newcastle United, ganz schlecht von der Defensive, lassen da Thauvin vollkommen alleine, nachdem sie in die Mitte gerückt sind. Cillessen sieht auch nicht gut aus und plötzlich steht es 2:0. Das heißt, Ajax musste jetzt ranklotzen, musste irgendwie versuchen, wieder ran. Wir hatten die Chancen. Andresen hier mit dem Ball in die Mitte auf Klaasen, der scheitert, weil sich da Sané reinwirft. Und dementsprechend blieb es beim 2:0. Sie machten aber gut weiter. Weltmann aufgerückt, 77. Minute schon. Die Flanke auf den zweiten Pfosten, da ist Viktor Fischer, auch mal Fischer. Und im Endeffekt wirft sich da ja, so ein bisschen Sané und ein bisschen Stindl rein, die ehemaligen 96er in Kooperation. So blieb es beim 2:0. Newcastle konnte jetzt kontern, die Roten standen natürlich offen in der Defensive. Cabella mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Remy komplett frei, den muss er machen. Cillessen, klasse Tat. Stindl nochmal auf Callum Nightingale im 16er gegen Van der Hoorn. Es gibt keinen Elfmeter, obwohl er da gefoult wird. Fehlentscheidende Schiedsrichter ist aber nicht mehr so schlimm, denn die letzte Aktion der Partie zwar nochmal auf Seiten von Ajax Amsterdam, aber der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Viktor Fischer wieder in. Dann kommt da Beulesen, freies Tor. Begovic mit einer Weltklasse-Parade. Der Bosnier bewahrt seine Mannschaft vor dem Gegentor. Wunderbare Leistung der Defensive und dementsprechend der verdiente Einzug ins Finale der Königsklasse. Newcastle United eine Runde weiter und dementsprechend näher dran am Traum, den Champions League-Titel ein erneutes Mal zu gewinnen. Eine klasse Teamleistung, auch Ajax Amsterdam hatte gut gespielt, aber sie schafften es leider nun mal nicht, ins Viertelfinale einzuziehen. Die Niederländer raus, die Engländer weiter und die treffen jetzt auf den FC Barcelona. Das war, denke ich mal, ein sehr interessantes Spiel. Wir hatten Chancen auf beiden Seiten. Wir hatten klasse aufgelegten Begovic, einen klasse aufgelegten Sané, der sich in alles reingeworfen hat. Genauso wie Laporte, genauso wie Stindl. In allen möglichen Situationen wunderbar da gewesen. Und wir werden bei Franzosen den Sieg beschert, was wunderbar ist. 4,7 Millionen Transferbudget kriegen wir noch zusätzlich dazu. Wir brauchen eigentlich kaum was, weil wir haben genug Geld. Aber davon mal abgesehen, gehen wir jetzt zum nächsten Spiel. Und das wird Park Rangers sein. Das wird ein Ligaspiel und ich werde es simulieren, denn ich möchte ganz gerne das Champions-League-Spiel gegen Barcelona in der Episode noch zeigen, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Wenn das hier alles schon nicht so wirklich funktioniert, zumindest mal ein bisschen. Und ich kann euch schon mal sagen, das Spiel gegen Barcelona wird auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant werden. Zunächst einmal drei Scout-Berichte, einmal aus Marokko, einmal aus Nigeria, den wir hier sehen, der ist nicht so erfolgreich, also davon kannst du keinen so wirklich gebrauchen. Und aus Finnland, wo man immerhin mal zwei beobachten kann, die anderen nicht so nice. Und jetzt Marokko 1, 2, 3 krasse Spiele, einer, der auf jeden Fall noch potenziell einer zu werden. Und von daher auf jeden Fall sehr, sehr nice, dass wir in Marokko so gute Spieler gefunden haben. Wir machen jetzt einmal die Aufstellung und in der Zeit erzähle ich nochmal, dass ihr auf jeden Fall, ihr müsst abstimmen, wie das Ganze laufen soll, ob es beziehungsweise welche Kommentierweise es denn jetzt werden soll für den Arminia Bielefeld Karrieremodus. Ich bin wirklich sehr interessiert an eurer Meinung und von daher müsst ihr da auf jeden Fall abstimmen. So, die Aufstellung, ihr seht schon, variiert ein bisschen im Vergleich zur letzten Woche, denn wir werden unter anderem Draxler rausnehmen, Stindl geht auf die rechte Seite, was ja normalerweise auch nicht so unbedingt meine Spezialität ist, Coman geht auf die linke Seite und im Sturm spielen wir, glaube ich, sogar also nicht mit Ibrahimovic, sondern Campbell und Remy. Das heißt, Remy wird auf jeden Fall mal draußen sitzen müssen gegen Barcelona, zumindest wahrscheinlich und übrigens auch noch Zieler im Tor und Sibyl in der Verteidigung. Kannst du auf jeden Fall so machen. Mal sehen, wie wir das Ganze simuliert bekommen gegen Queen's Park Rangers. Zieler, wie gesagt, im Tor. Das muss nicht unbedingt heißen, dass wir ein Clean Sheet haben, aber wir haben schon gute Chancen darauf, oder? Nein, haben wir nicht. 2:3, aber trotzdem gewonnen. Gelb-Rot für Nastasic, aber Sippel in dem Fall hat getroffen, war sehr, sehr nice. Der wollte nämlich ganz gerne spielen und er zahlt es mir gleich zurück aus Vertrauen und zwar mit einem Tor. Besser kann es ja gar nicht gehen. Wir loben unsere Mannschaft, dann geht es auch gleich schon los gegen Barcelona. 2 Tage nur Pause dazwischen. Das ist normalerweise nicht so nice. Trotzdem denke ich mal, dass wir das irgendwie schon auf der Kette kriegen werden. Wir spielen, wie gesagt, glaube ich, erst zu Hause. Das ist nicht ideal, aber das ist auch nicht so schlimm. Wenn sie ein Auswärtstor machen sollten mit Messi, mit Pedro oder sonst wem, dann, sieht's schlecht aus. Wenn sie kein Auswärtstor machen sollten, dann sieht es umso besser aus für uns und von daher ist es umso besser, dass Begovic auch gerne spielen möchte, motiviert ist. Allerdings werde ich vergessen, ihn einzuwechseln. Er kommt aber später noch in der Partie rein, von daher darf man ein kleiner Spoiler. Die Elf ansonsten sieht sehr, sehr stark aus, denke ich mal. Kann man auf jeden Fall so machen. Laporte, unser standardmäßiger, etatmäßiger Innenverteidiger und ich glaube auf den Außenspielern wieder mit Thauvin und Draxler. Genau, Draxler müsste, glaube ich, noch kommen. Sippel auf der 6 oder Stindl auf der 6, ich bin mir gar nicht so sicher. Nee, Barker, genau, Barker kriegt mal wieder seine Chance auf der 6 heute.
Also auch das sehr, sehr interessant. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach, ohne länger zu reden, rein. Remy spielt anscheinend auch. Das ist ja sehr interessant. Ich wünsche euch viel Spaß gegen den FC Barcelona und wir sehen uns dann natürlich gleich wieder. Erneut Champions League im St. James' Park gegen Ajax Amsterdam hat man sich durchgesetzt und jetzt gegen den eventuell besten Verein der Welt, gegen den FC Barcelona im heimischen Stadion. Das war natürlich mal wieder ausverkauft, klasse Choreografie der Tunes der Fans von Newcastle United, aber auch viele mitgereiste Männer aus Barcelona. Die Katalanen waren hier angereist, nachdem sie gegen Fenerbahce gewonnen hatten mit 4:2 im Achtelfinale und jetzt erwarteten sie im Nordosten Englands eine richtig schwere Partie, denn Newcastle natürlich als englischer Meister mit breiter Brust vor heimischem Publikum und natürlich auch mit einem klasse Kader, der sich fast schon vergleichen ließ mit dem vom FC Barcelona. Natürlich Lionel Messi, Weltfußballer auf der anderen Seite, klasse Spieler wie Ibrahimovic oder Reus, aber natürlich nicht die individuelle Klasse von eben diesem Lionel Messi und auch eventuell nicht von Iniesta, der heute in der Startelf stand. Eventuell seine letzte Saison beim FC Barcelona. Er wollte gerne im Champions-League-Finale nochmal einziehen, zumindest ins Finale war sein Ziel. Mal sehen, ob es klappen sollte. Ziele im Tor bei Newcastle davor, Jan-Mat Laporte, Sané und Mendy in der Defensive. Dann Barca auf der 6 überraschend reingerückt in die Mannschaft. Torwart und Draxler bildeten die Flügelzange, Cabella, Remy und Ibrahimovic gewohnt. Die Offensive auf der anderen Seite sah das Ganze auch relativ interessant aus bei dem FC Barcelona, dessen Fans wir hier gerade betrachten können. Im Tor Claudio Bravo wie gewohnt davor, Dani Alves, Mats Hummels und Gerard Piqué mit Jordi Alba. Auf der 6 spielte Sergio Gold Busquets davor, Iniesta und Rakitic auf den 8er Position, Messi als zurückgeschobene falsche 9 und Tejo und Pedro auf den Flügeln. Sehr, sehr starke Aufstellung auf jeden Fall. Suarez unter anderem nur auf der Bank, genauso wie Asmir Begovic. Zieler bekam den Vorzug vom bosnischen Nationalkeeper. Warum? Das werden wir später auflösen. Er hatte sich im, beim Wahrmachen ein bisschen verletzt, dementsprechend war er nicht in der Startelf. Lionel Messi machte das natürlich überhaupt nichts, denn gegen Zieler ist es nochmal ein bisschen einfacher zu treffen als gegen den Welttorwart. Das sollte ja, denke ich mal, klar sein. Wir springen rein in die erste Aktion der Partie und die hat es gleich mal richtig in sich, denn da geht Ibrahimovic über außen gegen Jordi Alba und Mats Hummels ist schneller als Mats Hummels und wird gefoult im 16er. 11 Meter nach 4 Minuten. So kann es natürlich losgehen für Newcastle United. Dumme Aktion vom deutschen Nationalverteidiger. Da muss er niemals so hingehen gegen den Schweden. Der hätte natürlich eine gute Schussposition gehabt, aber so den Elfmeter rauszuholen ist natürlich ideal für Zlatan Ibrahimovic. Wir sehen ihn nochmal, es war unstrittig. Hummels fährt das Bein aus. Im falschen Moment kann den Ball nicht mehr erreichen. Es war nur der Mann. Dementsprechend hat er Glück, dass er nicht die rote Karte bekommt. Und es gibt den Elfmeter. Der Gefaulte schießt nicht normalerweise eine Aufgabe für Ibrahimovic. Aber jetzt macht es Loire Remy. Der hat schon ein paar Mal getroffen in der Champions League-Saison. Jetzt gegen Claudio Bravo könnte eine spannende Geschichte werden. Der Chilene gegen den Franzosen. Und Newcastle hat ja eine Lieblingsecke. Und die treffen sie auch wieder. 1:0, 6. Spielminute. Die Führung, die frühe Führung für Newcastle. Bravo ist zwar in der richtigen Ecke, aber irgendwie kann niemand diese Bälle halten von Newcastle. Und eine wunderbar geschossen von Loire Remy. Und dementsprechend waren die Toons in bester Stimmung, denn man führte gegen den Favoriten mit 1:0. Krass, dass es noch Favoriten gegen Newcastle United gibt. Aber Barcelona ist nochmal eine ganz eigene Hausnummer. Und dementsprechend umso besser, dass man hier 1:0 führte. Man hat jetzt eine breite Brust und machte weiter bei Julian Draxler. Klasse Solo im 16er. Der Schuss aber abgewehrt. Und es gibt den Eckball, den Draxler auch direkt selber übernehmen möchte, bringt die Flanke in die Mitte und sie haben kopfballstarke Spieler, zum Beispiel Salif Sané, der Kopfball an die Latte, abgewehrt, da ist nochmal Florin Thauvin mit rechts der Seitfallzieher, allerdings dann im Endeffekt abgewehrt und es gibt den Abschluss von Claudio Bravo. Sie machten trotzdem weiter, wie gesagt, sehr, sehr viel Selbstvertrauen jetzt und das hatte unter anderem auch Barker, erstes Spiel nach Ewigkeiten mal wieder und der Distanzversuch war auch gar nicht mal so schlecht, Bravo fliegt vergebens, muss aber auch nicht ran, denn es bleibt beim 1:0. Auf der anderen Seite kam dann ja Barcelona erstmals vors Tor und zwar nach knapp 35 Minuten, Alba mal mit dem Ball in die Mitte auf Iniesta, da ist Messi, aber da muss Begovic nicht mal eingreifen, der Ball des Argentiniers geht über den Kasten hinweg. Newcastle trotzdem, wir waren schon mit der breiteren Brust, sie hatten richtig Selbstvertrauen, Draxler außen, klasse gegen Alba, die Flanke in die Mitte, da ist Remy, Fallrückzieher, knapp am Tor vorbei, beziehungsweise weit am Tor vorbei, aber knapp im Sinne von, der hätte auch über die Wolken gehen können. Schöner Versuch von Remy, die hatten wie gesagt richtig Selbstvertrauen und sie machten immer weiter, 45. Minute fast schon, da haben wir nochmal Remy Cabella, hier versucht Piqué mit der Notbremse, Cabella macht weiter und macht das 2:0, 42. Minute ist es im Endeffekt nicht die 45. Aber es steht 2:0. Der zweite Franzose im Bunde trifft und das war richtig schön gemacht. Setzt sich gegen Piqué durch die Grätsche, lässt ihn gar nicht auf der Fassung bringen. Hummelt sie ganz alt aus und Bravo hat keine Chance. Der Ball in die lange Ecke. Wunderbares Solo, wunderbares Tor von Remy Cabella, der Zehner. Zeigt mal wieder, wie torgefährlich und wichtig er für seine Mannschaft ist. Und Newcastle führte 2:0 gegen den FC Barcelona. Wunderbare Ausgangsposition wäre das für das Rückspiel. Man sollte nur kein Gegentor mehr kassieren und das war in der zweiten Halbzeit natürlich die Aufgabe. Trotzdem wechselte Trainer MGT nicht, brachte keine defensive
Verstärkung, stellt da nichts an der Aufstellung um, sondern blieb genauso und das kann normalerweise in die Hose gehen gegen den FC Barcelona, die natürlich auch ein wunderbares Trainerteam haben, die sehr viel über den Gegner wissen und natürlich auch direkt mal versuchten anzugreifen. 47. Minute, Messi mit dem Ball auf Pedro Tello, wunderbare Parade von Ron Robert Thieler, klasse Aktion hier gegen den spanischen Nationalspieler, allerdings kam es dann ein bisschen komisch, Thieler mit dem Fehler nach 50 Minuten, Tello legt den Ball nochmal auf Messi, Thieler holt den Ball wieder raus, hat sich bei der Aktion auch verletzt, musste ausgewechselt werden, Begovic kam für ihn in den Kasten jetzt doch noch rein, also Begovic leicht angeschlagen beim Aufwärmen, Thieler jetzt verletzt und jetzt musste Begovic doch in den Kasten nach seiner Klasseparade, nach Thielers Klasseparade und er wurde so begrüßt, 2:1, 58. Minute, Pedro mit dem Anschlusstreffer und das war nicht die Schuld von Begovic, ganz schlecht verteidigt von Newcastle, kennt man gar nicht mehr so, in früheren Zeiten gab es das ja öfter mal, als Coloccini beispielsweise noch da war, aber hier machen Sané und Laporta alles falsch, was man falsch machen kann, wir gucken uns das Ganze gleich nochmal an, das war absolut nicht gut verteidigt und Pedro macht immerhin schon mal das Auswärtstor, das ist sehr wichtig für den FC Barcelona, hier der Pass in die Sturmspitze von Messi und da stehen dann viele Verteidiger, aber nirgendwo einer bei Pedro, der den Ball reinmacht, dementsprechend 2:1 und ja, Newcastle versucht aus 3:1 zu drücken, Cabella hier mit der Schusschance, knapp am Tor vorbei, sie versuchten es, sie kamen aber nicht zum Torerfolg und dann kam die 90. Minute und dann kam nochmal Barcelona, Messi mit dem Ball in die Spitze, da ist Tello mit dem Ball nochmal zurück und da ist Song, der Schuss und da ist Hummels, 2:2, dachte er sich, aber es war Abseits, der deutsche Nationalverteidiger, Elfmeter verschuldet und Abseits-Tor erzielt, ein gebrauchter Tag für ihn und es war die richtige Entscheidung, dementsprechend Newcastle mit einer wunderbaren Ausgangssituation fürs Rückspiel, zwar das Auswärtstor von Barcelona, aber ein 0:0 würde die Magpies schon reichen, genauso wie ein 1:1, gute Ausgangsposition, mal sehen, wie das Rückspiel in einer Woche laufen. So, also wir haben es tatsächlich geschafft, gegen Barcelona zu gewinnen. Ich hätte es ja persönlich vor dem Spiel nicht für möglich gehalten, aber meine Männer haben mich mal wieder überzeugt. Und dementsprechend müssen wir jetzt das Rückspiel irgendwie so angehen, dass wir nicht mehr rausfliegen können, denn ich möchte ganz ehrlich doch ganz gerne weiterkommen. Wir spielen in der nächsten Episode unter anderem auch gegen den FC Arsenal. Das wird sehr, sehr interessant werden. Ist nämlich ein Topspiel. Der erste gegen den dritten. Wir haben momentan 9 Punkte Vorsprung von Manchester City. Es sind noch 8 Spieltage zu gehen. Das heißt, es kann auch viel passieren. Das ist in England das Geile. Nach 30 Spieltagen muss zwingend noch nicht entschieden sein, auch mit 9 Punkten Vorsprung. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob euch diese Episode gefallen hat, ob euch das Ergebnis gefallen hat und so weiter und so fort. Und wenn ja, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann hoffentlich nochmal wieder. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, bevor FIFA 16 bzw. das Early Access FIFA 16 rauskommt. Bin mir nicht ganz sicher. Wenn nicht, dann war das die letzte Episode. Ich hoffe, der Karrieremodus in FIFA 15 hat euch gefallen. Nächstes Jahr wird es hoffentlich noch besser, noch geiler. Die Neuerungen sind ja richtig krass. Eigentlich muss ich nochmal eine Episode machen, weil ich auf die Neuerung eingehen möchte. Ich weiß noch nicht, wie das mit dem Spielertraining wird. Aber da könnt ihr mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was meint ihr, wird dieses Spielertraining geil? Wird das sehr, sehr, ja, zeitraubend und zeitintensiv werden oder wird das einfach nur cool? Würde mich interessieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Macht's gut und ciao.